Ja, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal haben wir ja bereits Jacopo de Pazzi noch, na, getötet, haben ein bisschen mehr in Forli aufgeräumt und sind nun wieder hier in der Gegenwart angekommen und sollen ja mal schauen, ob wir vielleicht etwas von Ezio gelernt haben. Ich freue mich, denn das ist immer eine ganz coole Sache, wenn man wieder hier unterwegs ist. Und wir erkunden dann einfach mal unseren Unterschlupf, der ja eigentlich eher nach der Fabrikhalle aussieht. Gutes Versteck, theoretisch, aber man kann halt eben, naja, nicht alles verstecken. Hallo Lucy, was gibt's? Und wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Okay. Was haben wir denn zu tun? Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Ein super Tipp. Mach die Augen auf. Gut, aber ich hatte ja. Hier war genau einer. Jo. Ich denke mal, das dürfte jetzt nicht das Schwierigste darstellen. So, tada, eine ist ein. Gut, da oben ist einer, dann gehen wir erstmal. Ach, Moment mal. Wir nehmen erst den hier unten, dann haben wir hier unten eigentlich soweit. Wow! Hallo, Pferd? Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Na, das will ich aber auch stark hoffen. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben, nach allem, was die Templer ihm angetan haben, nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also sucht ihr nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Also ich behaupte ja, das war's jetzt mit den ganzen Sachen. Aber auch interessant, die ganze Geschichte zu hören. Ja, bin auch schon unterwegs. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Grins. Naja. Gut, aber wo geht's denn eigentlich hin zum, ja, Schlafen? Aber wir können uns ja theoretisch auch mal ein bisschen umsehen hier. Allerdings glaube ich nicht, dass wir hier überhaupt irgendwas finden werden. Die Steuerung ist natürlich generell gleich geblieben, wer hätte es auch gedacht. Oh, nicht schlecht. Gut, ich glaube, dann können wir ja wieder nach oben gehen. Ich denke mal, dass da irgendwo dann das Schlafzimmer sein wird. Ich gehe jedenfalls mal davon aus. Was zur Hölle? Lucy! Was? Hä? Ich glaube, das sind bald mehr als 30 Sekunden. Hallo? Bist du denn?
Hey! Hey! Hey, bleib hier! Warum kommen... Hä? Muss man das verstehen? Das ist eine etwas längere Halluzination. Das ist nicht gut. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Ist das nicht Akon? Das ist Akon. Und Alter ihr? Wie zur Hölle? Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Vielleicht sollte dich das doch überraschen, Alter ihr. Desmond. Entschuldigung. Das finde ich jetzt wieder sehr geil, dass wir nochmal Altair spielen können. Das muss ein Ziel sein. Na dann, folgen wir doch mal dem Ziel. Oh, der rechte sieht ein bisschen blutig aus. Naja. Wo ist das Ziel denn hin? Ach da, achso. Und was soll mit dem Ziel gemacht werden? Ich weiß ja nicht mal, was hier los ist! Ist mir gerade etwas spanisch hier. Denn ich hoffe auch mal, dass es ein Traum ist, denn sonst haben wir bereits ein paar Nebenwirkungen. Verdammt. Und ich hoffe, dem ist mal nicht so. Nachher enden wir noch wie Subjekt 16. Nein! Ach Gott, was ist denn hier los? Ich hab nichts gemacht. Heute muss ich erstmal wieder ins Klettern reinkommen. Ich frage mich auch, was das mit dem Ziel hier soll, denn der Umhang hat ein Templerzeichen drauf. Und das Ziel hätte ich schon längst töten können. Das heißt, das wird wohl nicht mein Ziel sein. Komischerweise. Hey, Moment mal! Hey! Hä? Na gut, dann eben oben auf dem Turm. Ich glaube, den müssen wir dann schon mal erklommen haben. Spätestens im ersten Teil. Oder eher gesagt, frühestens. Wir kennen auf jeden Fall diesen Bereich. Da mussten wir eins unserer Attentate ausführen. Ich denke mal, Desmond wird sich da wohl auch dran erinnern. So. Zack, schon so dran. Sind wir auch gleich oben. Wir wissen ja immer noch, wie man klettert hier. Ich frage mich auch, warum wir jetzt gerade genau so eine Erinnerung haben. Ich weiß nämlich noch nicht, was das für einen Zusammenhang ergeben soll. Aber lieber erstmal machen und dann Fragen stellen. Die werden bestimmt beantwortet noch. Aha. Hey, die Frau aus Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay. Oh. Das überrascht mich. Nicht nur dich, Desmond. Nicht nur dich. Okay. Moment mal. Warum folge ich nicht Alter ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Krass. Ja, das ist, okay. War das wohl das Liebesspiel, bei dem dann der nächste Nachfahre geboren wurde, der ein Vorfahre von uns ist? Ich glaube, das interpretiere ich da. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber genau. Es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut, dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Interpretiere ich das mal so. Jetzt habe ich's. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral.
Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Du hast nicht die krassen Vorfahren. Ihr habt nur ich, ja? Also, gibt's noch was zu bereden hier? Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Ja, ja. Wir haben gestern noch 2 Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden, was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Ja, ist ja gut, mache ich ja schon. So, na, möchte uns Sean noch irgendwas sagen? Wahrscheinlich will er uns wieder fertig machen, aber egal. Okay, der will uns gar nicht sagen. Naja, was ein Wunder. Dann gehen wir eben wieder an den Animus und das ist dann auch gut so. Dann wollen wir mal wieder. Und wo waren wir denn eigentlich beim letzten Mal? Genau, wir waren auf dem Weg nach Venedig. Und da ist es auch schon. Die erlauchteste Republik Venedig, 1481. Schön, schön. Da sind wir auch schon wieder. Da ist gleich Leonardo. Und da ist die Fähre, mit welcher wir wieder noch zurück nach Florenz kommen. Oder beziehungsweise Forli. Richtig? Richtig. Ah, wir können ja auch mal bei der Karte gucken, genau. Wir haben ja hier in... Ach nee. In Florenz haben wir ja... Ah, Moment mal. Florenz, genau. In Florenz haben wir angefangen. Dann sind wir geflüchtet nach... Nee, hierhin. Nach Monterioni. Und jetzt danach sind wir dann in die Toskana und Berge. Romagna, Forli. Und jetzt Venedig. Auch nicht schlecht. Wir haben schon eine recht gute Reise hinter uns. Und ich würde mal gerade sagen, ich mache mal jetzt eine ganz kurze Pause hier, nachdem ich auf diesen Turm geklettert bin. Wenn das geht. Ah, also. Funktioniert doch einwandfrei. Dann können wir uns das Ganze nämlich gleich mal anschauen, wie das denn hier ausschaut. Und können dann natürlich mit der Mission weitermachen. Denn jetzt in Venedig gibt es wahrscheinlich wieder viel zu tun. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Juhu! Flip! Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder.